mal pleite, muss man gehen. Freies Spiel. Spanien können wir ja nur auswählen. Der Abenteurer. Schwäche am Enterkämpfen. Der ist gut ausgeglichen. Obwohl, die Händlerin benötigt keine Handel. Oh, das würde natürlich uns unheimlich viel Geld sparen, ne? Darf auch im Krieg mit allen Nationen handeln. Kampfschiffe kosten allerdings doppelte Ruhmpunkte. Ei. Allerdings, nee. Machen wir nicht. Wir machen das hier. Und wir nehmen diese Flagge, glaube ich. Mal durch. Ja, wir nehmen diese Flagge. Das passt schon ganz gut. Wir starten nochmal neu. Heimatstadt, Portobello machen wir nicht. Wir nehmen mal hier Gibraltar. Da haben wir hier ein schönes Dreieck. Vier Städte relativ in der Nähe. Und die Engländer sind auch gleich hier nebenan. Das ist sehr gut. Dann brauchen wir nur hier rumfahren. Bargeld machen wir uns ein bisschen schwieriger. Lassen wir bei 50.000. Schiffe machen wir nur eins. Am Anfang. Wir brauchen nicht drei Schiffe. Normal, wenige normale Ressourcen, Spiel starten. Alles klar. Sollte passen. Auf geht's. So. Gibraltar. Was brauchen die denn hier? Was haben die denn? Porto Cabello. Holz, Metall, Seile. Obst. Mais. Steine. Okay, alles klar. Lass mal gucken, was wir hier haben. In Gibraltar. Fahr mal dahin. Und du hast Brokkoli. Brokkoli deshalb, weil im Stream von Calypso. Haben ja euer Schiff auch Brokkoli genannt, wegen dem, wegen der Stadt Nekoli haben sie es hier auch Brokkoli genannt, also ist ein kleiner Insider, macht aber nichts. So, handeln. Also, was haben wir denn hier Feines? Gemüse haben wir hier, ein bisschen Zucker, ein bisschen Seile, ein bisschen Metall, im Überfluss, Metallwaren im Überfluss, das ist geil, das ist gut, da können wir günstig einkaufen. Okay, relativ günstig. Mittelwert. Nehmen wir mal 30 mit. Nicht ganz plündern, ganz wichtig. Hier Gemüse können wir auch noch ein bisschen mitnehmen. Wie gesagt, darauf achten, dass dieser Balken dann möglichst in der Mitte bleibt. Ist noch alles gut. Und dann werden wir versuchen, mit den Engländern zu handeln. Oh, das ist aber gut hier. Das kannst du ordentlich mitnehmen. Okay, jetzt steigt der Preis. 97 Tonnen. Nehmen wir so. Okay, dann lass mal gucken. Maracaibo. Produktiona. Wie sieht's denn hier aus? Handwerkswaren gar nicht. Wie sieht es bei den Engländern aus? Halt. Haben die hier Handwerkswaren? Die haben auch nichts. 306. Wir könnten mit den Engländern handeln. Oder erstmal unsere eigene Nation stärken. Fahren wir mal nach Maracaibo. Schöne Ecke hier. Schöne Ecke. So, müssen natürlich erstmal investieren mit 10.000 Gold wieder. Das kennen wir ja. Aber das könnte gut werden. So. Ah, Schiff kommt. Sehr schön. So, kannst du handeln? Sehr schön. So, wir haben an Bord Gemüse. Gemüse haben sie selber. Das werden sie nicht brauchen. Aber die können wir durchaus mit
den Sachen hier beliefern. Wenn wir natürlich erstmal die Handelslizenz geholt haben. Die kostet mal eben 10.000. Man hat's ja. Die müssen wir erstmal wieder reinholen. So, Mittelwert 175. Oh ja, hier können wir gut Geld machen. Die 10.000 haben wir schon fast wieder drin. Was haben die denn hier im Überfluss? Also richtig im Überfluss haben sie hier nichts. Vielleicht hiervon noch was? Oder das hier? Auf dem Rückweg. Nehmen wir das mal mit. Okay, nicht den Preis steigen. So, das nehmen wir mit. Wir werden erstmal handeln zwischen den beiden Städten hier. Uns erstmal wieder ein bisschen Puffer schaffen. Ich glaube, das ist eine ganz gute Idee. Immer hin und her hier Metallwerkzeuge hierhin schippern. Und dann werden wir mal hier nach Koro fahren, etc. pp. Wir haben Obst, wie es aussieht. Obst wird ja auch gefordert. Und Gemüse haben wir auch noch an Bord. Ist gerade momentan noch totes Kapital, aber ich will jetzt erstmal die nächsten 10.000 reinholen. Damit wir nämlich dann hier in Koro unser nächstes Lizenz kaufen können. Ganz wichtig. So, Gemüse haben wir hier. Und hier ist auch schon wieder gut nachgefüllt, das ist gut. Und Pastetchen. Okay, da geht es ein bisschen runter, das wollen wir natürlich nicht unter Wert verkaufen. So, haben wir das. Mal, dass wir hier noch welche mitnehmen. Damit können wir nämlich gut Geld machen. 181, also bis Maximum 183 gehen wir. Okay. Können wir wirklich bis Maximum wegkaufen. Also bin ich gut voll jetzt. So, alles klar. Auf zurück nach Maracaibo. Da die ersten 10.000 verkaufen. Und dann gehen wir hier rüber. Das wird gut. Das wird gut. Gutes Dreieck hier. So, wir haben diese Törtchen. Die haben wir hier gekauft. Die werden die nicht brauchen. Das ist Blödsinn. Zucker haben sie gerade im Angebot. Das ist nicht schlecht. Metallerz. Oh, Nachfrage nach Kaffee und Kakao. Das ist gut. Kaffee im Kakao. Alles klar. Das merken wir uns mal. Halten wir mal Hinterkopf. Kaffee im Kakao. So. 182 ist der Maximalpreis für was weggeben. Dann haben wir noch Gemüse hier. Haben sie auch nichts. Können wir hier auch loswerden. 65, 64, 66 machen wir mal. So, und jetzt dackeln wir weiter nach Koro. Holen uns da die Lizenz, verkloppen da den Rest. In der Hoffnung, dass wir das hinkriegen. Und kommen möglichst mit Kaffee und so weiter zurück. Und dann haben wir hier ein wunderbares Dreieck immer. Und dann können wir uns hier gesund arbeiten. Und so lange müssen wir dann unsere eigene Produktion hochfahren können. Kaihuta. Recht überschaubar. Bitte nehmt euch das Geld. Mindestens 1600 Einwohner. Boah, dann wollen wir eben 1000 Einwohner mehr haben. Kaihuta. Wo immer das auch ist. Kaihuta. Cartagena, Nicoli, Portobello. Nee, darauf lassen wir uns jetzt erstmal nicht ein. Wir werden erstmal unser Ding hier durchziehen. Koro. Zeig mal her. Zeig mal her, was du hier hast. Okay, die würden das teilweise kaufen. Kaufen die auch Gemüse?
Ja, Gemüse kaufen. So, okay, das machen wir mal. Oh. Verkloppen. Gemüse. Ja, sehr gut. Oh, sehr gut. Ah, das geht doch. Dann diese Torten. Die können wir hier auch wahrscheinlich loswerden. 1A. Jetzt haben wir die Kosten schon fast wieder raus. Jetzt die Werkzeuge noch eventuell ein bisschen. Nur ein bisschen. So, kein Kaffee und Kakao. Ich weiß, ich gehe erstmal einkaufen. Mal schauen, ob du dann deine erste Million hast, wenn ich zurückkomme. Ich gebe mir Mühe. Laufen da, ich gebe mir Mühe. Ich gebe mir Mühe. So, wir nehmen aber noch Seile mit. Ein bisschen. Für 20.000 kann ich ja alles leer kaufen, wenn ich hier will. Mache ich aber nicht. Wir nehmen nur für 12.000 mit. Und gehen jetzt zurück nach Maracaibo. Am Anfang ist es ein bisschen, sag ich mal, langwierig. Aber das wird ja dann, sobald wir unsere eigenen Betriebe aufbauen können, etc. pp. So, komm. Machen wir ein bisschen flotter. Auf nach Maracaibo. Brauchen wir nur einen Kaffee und Kakao. Und das können wir in Cumaná. Die haben das nicht. Cumaná kann es nicht. Wie sieht es aus in Caracas? Tabak haben die hier. Okay. Caracas, Ria La Haja. Holz, Getreide, Kakao. Oh, das ist gut. Ria La Haja hat wahrscheinlich Kakao für uns. Ja. Sehr gut. Kakao, da können wir ein bisschen was machen. Ria La Haja. Aber erstmal hier verkaufen. So, Seile. Okay, Seile haben wir hier selber. Und hier haben wir noch ein paar. Die wir kloppen können. Kakao und Kaffee. Und drei davon noch mal mitnehmen. So aus mit Gemüse. Haben wir nichts. Zucker. Da können wir vielleicht auch noch was mitnehmen. Für 2,9. So, und gehen jetzt mal nach Ria La Haja. Denn wir haben Kakao. Bist du? Broccoli 1, bitte nach Ria La Haja. Gib Gas. Dass wir die Städte hier auf jeden Fall weiter pushen. Kayucha. Nach Maracaibo. Baumwolle, Kaffee, Tabak, Kakao. Bluefields. Campeche, Valladolid, Sisal, Sevilla. Eigentlich wäre es mir ja lieb hier, Gibraltar dann zu verwalten. Das wäre gar nicht so schlecht. Boah, da brauchen wir aber lange. Jella Haka. Handelslizenz. Hanf, Kakao, etc. Lass mal gucken. Also. Was haben wir denn hier Feines? Seile. Die haben gar nichts. Das ist ganz schön laut jetzt. So, jetzt passt es. Also, wir haben die hier. Die können wir verkaufen.
haben wir. Sehr gut. Wir wollen kaufen dann das. Wie sieht's aus mit Zucker? Kauft ihr auch Zucker? Ah, Zucker kauft er auch, ne? Ah, Zucker haben wir. Baumstämme. Obst. Seile haben wir selber. Kakao. Kakao. Kaufen wir Maximum. Und die Dinger hier, die können wir loswerden. Immerhin. Und jetzt fahren wir zurück nach Maracaibo. Marsch, marsch. Sobald wir unser erstes, eigenes Produktionsgebäude haben, sieht die Sache ja schon wieder ganz anders aus. So, zack. So. Okay, dann machen wir mal. Ich hoffe, ja, Kakao ist nix da, sehr gut. Das spielt uns natürlich in die Karten. 25.000. Das ist gut. Das ist richtig gut. Was haben wir denn noch so? Wir haben das noch. Wir haben Seile. Wir haben Zucker. Ansonsten haben die hier nicht so viel Zeugs. Keramik könnten wir wieder ein bisschen kaufen. Aber ist auch nicht so der Burner. Zurück nach Gibraltar. So, in Gibraltar verkloppen wir das hier. Wir haben selber Produktion. Wie sieht's aus mit Seilen? Gar nichts. Okay, Seile können wir hier auch loswerden. Ja, wir haben genug. Jetzt können wir hier ein bisschen Baumwolle. Immer nur ein bisschen, nicht viel. Aber Gemüse. Nehmen wir mit. Gehen zurück nach Maracaibo. Und dann eventuell mal nach Coro. Machen jetzt immer so eine komplette Rundreise. Ne? Fahren möglichst niemals leer und dann werden wir uns dementsprechend auch bewegen. So. Brokkoli sieht noch gut aus, gar nicht beschädigt. Das wundert mich jetzt. Gemüse haben sie selber. Brauchen wir hier nicht verkloppen. Seile haben sie selber. Aber das hier nicht. Also an den Metallwaren, da können wir uns richtig gesund stoßen. Aber sowas von. Zucker können wir mitnehmen. Nur ein bisschen. Bier. Nicht so gut. Okay, dann zurück nach Coro. Kaihuta, ja. Wo immer die Stadt auch ist. Wo immer unsere Stadt auch ist. Wahrscheinlich irgendwo am Popo der Welt. Gucke mal. Sisal, Sevilla, Campache, Belize, Cayuta. Hier hinten ist ja gar nichts. Kakao. Ziegel. Ziegel ist gar nicht mal so schlecht. Gar nicht mal so übel. Oh, hier können wir Obst mitnehmen. En masse.
Wir haben. Da kriegen wir dann Steine her. Gemüse. Gemüse können wir hier auch noch ein bisschen was verkaufen. Ja, nehmen wir das. Dann machen wir eine kleine Tour. Dann fahren wir jetzt zurück nach Reahacha. Dann versuchen wir mal da in Kaihuta das zu machen. Bis zum 11. Juni. Mindestens 1600. Boah, das wird übel. Aber da können wir zumindest Steine mitnehmen. Das ist ja schon mal viel wert. Steine sind ja schon mal viel wert. Die brauchen wir auch. Und vielleicht dann doch nochmal ein größeres Schiff oder ein schnelleres Schiff eventuell, der immer das und das dann kauft. Vielleicht gar nicht mal so verkehrt. So, komm, flieg ab hier. Leg an hier in Reahacha. Der hat noch Kakao. So, du kannst hier verkaufen das Futter. So, das haben wir leer. Das Obst können wir hier auch verkaufen. Komplett. Ja, sehr gut. Läuft doch gut. Zucker können wir hier auch verkloppen. Und Seile brauchen sie nicht. Da können wir aber jede Menge einkaufen. Seile können wir hier ordentlich einkaufen. Was ist das hier? Kakao. Ganz wichtig, Kakao. Davon nehme ich alles mit, was geht. Holz. Können wir auch noch ein bisschen was mitnehmen. Okay, Kapazität voll. Alles klar, Kapazität ist voll. Dann wollen wir mal nach Reahacha. Oder war es Kaihuta? Ne, Kaihuta war das, genau. Alles klar, auf nach Kaihuta. Das kann ein Tag werden. Aber es läuft. Jetzt, wenn man einmal weiß, wie es geht und sich nicht gleich von Anfang an verfranst, sage ich mal, dann geht das schon. Dann werden wir vielleicht nochmal ein Schiff in Auftrag geben, wenn es geht, damit wir dann auf jeden Fall starten können. Aktuelle Stufe 1. Was bist du? Steuermann. Um 3%. Okay, Schmuggler. Zuweisen. Machen wir mal auf Brokkoli 1. Die nehmen wir mal. So, gib Gas. Helfen bei der Sache doch mal. Ich hoffe, wir schaffen es noch. 11. Juni. 27. April. Das wird knapp. Wird knapp. Obst, Fleisch, Bier. Kakao, Steine. Okay, da könnte man ja eigentlich auch noch was machen. Können wir in Maracaibo uns eventuell ein Schiff kaufen noch? 30.000 Handelsschiff. Bark. Bark 2 von 5. 3, 4, alles Barks. Ein Schoner könnten wir uns bauen lassen. Eine Brick. Eine Bark. Eine Flöte. Corvette. Alles klar. Wir müssen ein bisschen Geld verdienen. Aber das kriegen wir. Oh, hier ist ein Auftrag. Brokkoli. Fahren wir dahin. Scheint, sei hier ein Schiff gesunken, denn im Wasser schwimmen jede Menge Ware. Nähere dich mit dem Konvoi und sammeln sie ein. Shit.